Ja, willkommen zurück zu Tunguska, die Geheimakte. Teil 11 müsste es sein. Ich wollte nur noch mal, hört euch diese Musik an. Die ist so cool. Herrlich. Aber wir gehen weiter im Zug nach Krasnojarsk. Aha. Kleine Küche im Abteil. Schaut eher aus wie eine Gemeinschaftsküche im Studentenwohnheim oder Studentenwohnung. Können wir hier was machen? Nicht viel. Bisschen Honig. Hallo? Akazienhonig. Okay. Süß und mit einem milden Aroma. Ich weiß das. In meinem früheren Leben war ich eine Honigbiene. Die Biene. Nina da da di 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 di. Ein Ein Topf. großer Topf. In Hessen sagen sie Tippje. Ui, pfui. Bislang war ich immer der Meinung, man könnte Eiern nicht ansehen, ob sie bereits schlecht sind oder nicht. Ich habe meine Meinung soeben geändert. Also das sind sie ja richtig schlecht. Speiseplan, Speisedienstplan. Okay. Ein Dienstplan von vor 3 Monaten. Wichtig, richtig. Richtig wichtig. Ein Speiseplan. Heute soll es Kartoffelsuppe geben. Lecker. Ja, warum nicht? Lecker, lecker. Ah, der wäre fast aufgewacht, aber nur fast. Wenn er schläft, sieht er richtig friedlich und harmlos aus. 25 Watt. Tja, wenn man wenig in der Birne hat, kann man auch keine helle Leuchte sein. Deswegen nehmen wir die kleine Leuchte mal mit. Die Tundra, die Taiga. Bisschen O-Saft, immer gut. Weg damit. Schläft eh. Richtig gut hier im Zug. Geht's vorwärts? Nee. Rückwärts nimmer, vorwärts immer. Aber jetzt müssen wir rückwärts. Oh, da haben wir ja schon die ersten Wissenschaftler. Vielleicht kann ich hier ein paar Informationen bekommen. Ich sollte nur nicht zu direkt nach meinem Vater fragen, damit niemand Verdacht schöpft. Fangen wir mal mit den Pulli-Träger an hier. Nina in Uniform. Haha. Jo. Hallo, darf ich mal kurz stören? Psst, nicht so laut. Dr. Lesniak ist bei der Arbeit und hochkonzentriert. Da sollte man ihn lieber nicht stören. Außerdem ist er eh ziemlich mies drauf. Was ist denn passiert, dass der Doktor so schlechte Laune hat? Er steht ziemlich unter Stress. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Versuchsreihe und Professor Sidorkin erwartet schnellstmöglich Ergebnisse. Verstehe. Und dieser Professor Sidorkin wird böse, wenn diese nicht schnell genug vorliegen? Naja, es geht. Aber Dr. Lesniak ist unglaublich ehrgeizig und versucht natürlich so schnell wie möglich fertig zu werden. Und wenn der Doktor im Stress ist und kein Marmeladenbrot bekommt, wird er echt ungemütlich. Marmeladenbrot? Ja, hört sich seltsam an, ich weiß. Aber er braucht das wohl, um Stress abzubauen. Andere hauen wie blöd auf einen Sandsack ein, er futtert Marmeladenbrote. Tja, wir haben alle unsere Mittel und Wege, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Und wenn er Marmeladenbrot kriegt, wird er umgänglicher? Ja, das hilft. Leider ist ihm sein Glas auf dem Bahnsteig runtergefallen. Und hier im Zug gibt's keine Marmelade. Ich habe schon alles durchsucht. Oh. Naja, reden wir erstmal mit Hallo, wollte nur mal nachsehen, ob hier alles in Lesniak. Ordnung ist. Was? Ja, alles okay. Und nun lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Ja, ganz wie Sie meinen. Das ist meine Aussage, ne? Alles okay. Lass mich in Ruhe. Eine Scheibe werde ich mir wohl mal nehmen können. Ach, Naja, noch. eine wird der Besitzer schon noch entbehren können. Wollen wir auch drei? Weißbrotdiebstahl im großen Stil? Dafür fehlen mir die entsprechenden Abnehmer. Außerdem sind die Preise auf dem Schwarzmarkt derzeit im Keller. Ja, leider, sonst können wir sie gut verkaufen. Erstmal hier gucken. 100 Watt. Mit der Birne kann man locker der Sonne Konkurrenz machen. Ah, mitnehmen. Sofort. 100 Watt. Mitnehmen.
Nee, die Lüfter. Macht mir gar nichts. Die Tür ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Piep, piep. Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie kurz sprechen? Solange Dr. Lesniak nicht der Durchbruch bei seinen Experimenten gelungen ist, nein. Aber... Von mir aus kann auch der Zug in die Luft fliegen. Ich will nicht gestört werden. Es ist aber wirklich... Nein! Alles klar. Das war Dr. Sidorkin wahrscheinlich. Kommen wir hier noch? Nee. Verschlossen. Steckdose, sehr wohl klar. Wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe, dann kommt da Strom raus. Jo, langert mal hin, ne? Schön die Finger nass machen und mal reinlangen. Ja, Marmelade. Der pennt. Bisschen Früchte im Topf. Rein damit. Bisschen O-Saft. Das wird bestimmt lecker. Oder auch nicht. Naja, Trockenfrüchte und O-Saft ergibt eine gute, geile Marmelade. Topf mit innen die Ingredienzien. Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Also lasse ich ihn hier. Eine von mir zusammengestellte Komposition. Ich nenne sie Pampe. Können wir damit Brot schmieren? Die Kreation ist noch nicht fertig. Es fehlt noch das gewisse Etwas. Honig? Egal, was ich da jetzt noch reinschmeiße. Besser wird's wohl nicht mehr. Kann ich jetzt mitnehmen? Wer sagt's denn? An mir ist eben doch eine echte Meisterköchin verloren gegangen. Ja, Nina. Auf zum... Ich hätte da was für Sie. Vielleicht bessert das Ihre Laune ja etwas. Das ist für mich? Ja, klar. Sie mögen doch Marmeladenbrot, oder? Ist selbst gemacht. Nur für Sie. Ich... Vielen, vielen Dank. Sehr interessant. Selbst gemacht, sagten Sie. Ja, wirklich sehr interessant. Aber lecker. Vielen Dank. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Mir geht's schon viel besser. Na, da bin ich ja beruhigt, dass es Ihnen schmeckt. Und Ihre Laune jetzt hoffentlich auch wieder etwas besser ist. Ja, Sie haben was gut bei mir. Wenn ich mich mal revanchieren kann. Ich komme drauf zurück. Vielleicht früher, als Sie es sich vorstellen können. Jederzeit gerne. Ja, Professor hat gute Laune, aber viel mehr haben wir jetzt nicht erfahren. Na, sind Laune und Konzentrationsfähigkeit wiederhergestellt? Ja, mir geht's schon viel besser. Ich weiß, diese Sucht nach Marmeladenbrot spricht nicht gerade für einen seriösen Wissenschaftler. Ist nun mal so eine Macke von mir. Ab und zu brauche ich das einfach. Ist ja okay. Wir haben schließlich alle unsere Schwächen. Auch wenn nicht alle dermaßen einander Waffel haben. Naja, es gibt Schlimmere. Was genau machen Sie hier eigentlich? Wir untersuchen die regenerativen Fähigkeiten einiger Pflanzen. Klingt ja interessant. Wie funktioniert das? Die Untersuchung? Ja. Puh, also bis ich Ihnen das erklärt habe, sind wir beide alt und grau. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich halte Sie nicht für blöd, aber so mal eben in 5 Minuten kann man das nicht erklären. Schon okay. Wahrscheinlich haben Sie recht. Stört es Sie sehr, wenn ich Ihnen ein bisschen bei der Arbeit zusehe? Ich finde das alles sehr faszinierend. Verspreche auch nicht zu viele blöde Fragen zu stellen und Sie nicht zu stören. Na gut, aber nichts anfassen. Und wenn Sie Fragen haben sollten, Alexei wird Ihnen sicherlich gerne einiges erklären. Das ist nett. Vielen Dank. Alexei. Achso, fragen wir erstmal nach die Wissenschaftler. Sind Sie die einzigen Wissenschaftler im Zug? Nein, soweit ich weiß nicht. Sind wohl so einige an Bord, aber die Abteile sind voneinander getrennt und die Übergänge werden von Soldaten bewacht. Eigentlich schade. Wäre bestimmt interessant, die Forschungsergebnisse untereinander auszutauschen. Naja, wir werden ja hoffentlich später noch genug Zeit dafür haben. Sie haben also keine Ahnung, welche Kollegen sich noch im Zug befinden? Nein, eine genaue Auflistung der Wissenschaftler und wissenschaftlichen Mitarbeiter hat nur Professor Sidorkin. An diese Liste muss ich unbedingt rankommen. Dann weiß ich hoffentlich auch, ob sich mein Vater wirklich an Bord befindet und wo genau ich ihn finden kann. Wer ist denn dieser Sidorkin?
Professor Sidorkin. Er ist mein direkter Vorgesetzter. Der wissenschaftliche Leiter für das Biologenteam. Sie kennen ihn nicht? Eine absolute Kapazität auf seinem Gebiet. Einen größeren Wissenschaftler im Bereich Molekularbiologie gibt es derzeit wohl kaum. Oh, das muss wohl irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ob ich mich mal mit dem unterhalten kann? Er ist gleich im Nebenabteil. Ich an Ihrer Stelle würde ihn jetzt aber besser nicht stören. Er steht ziemlich unter Stress und ist sehr gereizt. Und wenn ich sage sehr gereizt, dann meine ich deutlich gereizter als ich, wenn ich 2 Wochen ohne Marmeladenbrot auskommen muss. Na, dann kann ich mir das ja ungefähr vorstellen. Ich werde vorsichtig sein. Warum ist er denn so gereizt? Es gibt da ein paar Probleme, aber darüber darf ich nichts sagen. Ich muss jetzt auch wieder an die Arbeit. Sie entschuldigen mich bitte. Mal schauen, was im Tagebuch erwähnt wurde. Sidorkins Liste, Transsibirische Eisenbahn. Professor Sidorkin hatte eine Liste mit allen wissenschaftlichen Mitarbeitern an Bord des Zuges. Ob Ninos Vater auch draufsteht? Ein Blick auf diese Liste wäre bestimmt Gold wert. Okay. Gehen wir erstmal Alexei befragen, was er da macht. Puh, das war knapp. Gerade soeben noch die Menschheit vor dem furchtbaren Dr. Jekyll gerettet. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Arbeiten mit ihm deutlich entspannter. Ich schulde Ihnen was. Wenn Sie also Fragen haben. Alles darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Klar, bin ja schon froh, dass ich mir überhaupt Ihre Arbeit hier ansehen darf. Eine Soldatin, die sich für die Wissenschaft interessiert, gibt's bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Nein, und eine so schöne schon gar nicht. Oh, danke schön. Was Sie hier machen, sieht ja unglaublich kompliziert aus. Ja? Ist aber eigentlich ganz einfach. Die Pflanzenproben hier wurden einer Strahlung ausgesetzt, die der in der Tunguska-Region ähnelt. Die Dosis wurde erst einmal niedrig gehalten und dann immer weiter erhöht. Ich setze die Proben nun in diesem Kasten da drüben einer Flamme mit konstanter Temperatur aus und prüfe, ob was von der Pflanze übrig bleibt. Sie fackeln Grünzeug ab? Ja, so in der Art könnte man das sagen. Es gilt rauszufinden, ob ab einer bestimmten Strahlendosis der Schaden an der Pflanze nicht mehr zur absoluten Zerstörung der Zellstruktur führt. Hey, das habe ich sogar verstanden. Ich habe ja auch absichtlich 2/3 der Erklärungen weggelassen. Na toll. Da bin ich mal stolz auf meine wissenschaftlichen Fähigkeiten und Sie nehmen mir meine Illusionen gleich wieder. Tut mir leid. Was genau sollen Sie eigentlich an unserem Zielort machen? Sie meinen in der Forschungsstation? Ja, genau die. Wissenschaftliche Assistenten sind scheinbar auch auf internationaler Ebene leicht auszufragen. Es geht also um eine Forschungsstation. Vielleicht kann ich ihm ja noch das eine oder andere Geheimnis entlocken. Was ist Ihre Aufgabe in dieser Station? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, sonst wäre die Anlage ja nicht geheim. So, so. Geheim ist sie also. Ja, sehr ja. Schön, Junge. Nur weiter so. Ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was nicht ganz so geheim ist. Ich habe zwar leider nur wenig Ahnung von Biologie und Chemie, aber faszinierend finde ich es schon. Ich kann da nur für das sprechen, was Dr. Lesniak und ich dort machen sollen. Klar. Die haben da ja vor Ewigkeiten schon rausgefunden, dass es in der Region abnormales Pflanzenwachstum gibt. Ist kein Geheimnis, stand ja überall in der Zeitung. Klar, natürlich. Und nun versuchen wir, dieses Wachstum kontrolliert zu beeinflussen. Faszinierend. Und mit welchem Ziel? Darüber darf ich leider nichts sagen. Aber stellen Sie sich nur mal vor, man könnte das Wachstum von Pflanzen beliebig manipulieren. Das würde auf einen Schlag das Hungerproblem in der Welt lösen. Wow, das hört sich in der Tat nach einem großen Ziel an. Sehen Sie? Ja, wahrscheinlich werden dann wahrscheinlich einige Leute sehr reich und die armen Leute... Ich noch fragen wollte... Hungrig. Moment, wenn Sie mich löchern, dann darf ich das aber auch. Oh ja, klar. Ist nicht persönlich gemeint. Also, warum werden da so viele Soldaten ins Sperrgebiet gebracht? Sperrgebiet? Ja, in die Forschungsstation und so. Ich meine, mit dem Material und den ganzen Leuten kann man ja einen kleinen Krieg führen. Ja, also, darüber darf ich leider nichts sagen. Ihr Wissenschaftler habt Anweisungen, wir haben die leider auch. Aha, verstehe. Ich erzähle Ihnen bereitwillig alles über unsere Experimente und kaum habe ich mal eine Frage, kommt sowas. Tut mir leid, ich würde ja gern was erzählen, aber ich weiß selber nur sehr wenig und was ich weiß, ist streng geheim. Ist nicht persönlich gemeint. Ja, ja, schon okay. Ich werde dann mal wieder meine Runde machen. Alles klar, bis später. Ja, Zeit drängt, ist schon wieder zu spät, ich muss wieder was rausschneiden, naja, immer schwierig. 15 Minuten, nicht mehr darf ich hochladen, leider. Aber wie es dann weitergeht, seht ihr dann wieder im nächsten Teil. Bis dann, mach's gut, euer Christian. Mach's besser.